In diesem kleinen Video sehen wir uns die Namensgebung Laufkunde bei einem DIN A4 Ausdruck an. Wabi Profi 3 verfügt über einen sogenannten Laufkunden im Kundenstamm für SQL Rushmore optimierte Auswertungen. Das bedeutet, es gibt einen Kunden, der nennt sich tatsächlich Laufkunde. Das heißt, es ist ein Verkauf, eine EC, ein Barverkauf auf einen nicht hinterlegten und benannten Kunden im Kundenstamm. Okay, soweit so gut. Jetzt kommt natürlich auch genau dies zum Ausdruck. Das heißt, bei einer DIN A4 Rechnung steht tatsächlich Laufkunde da. Es gibt es sehr, sehr wenige, die sagen, okay, gefällt mir nicht. Es gibt wiederum welche, die sagen, ich möchte da nur Kunde stehen haben. Der nächste sagt, ich will Kassenkunde haben. Der nächste sagt, ich will Bar, der nächste sagt, ich will EC-Kunde, also abhängig von der Zahlart dort stehen haben. Wie auch immer. Die Ansprüche können hier sehr unterschiedlich sein. Zu 99% passt fast jedem das Wort Laufkunde. Aber für diejenigen unter Ihnen, wo Sie sagen, ich hätte gern was anderes, ich zeige Ihnen oder dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie das verändern können und natürlich auch anpassen können. So, in unserem Beispiel zeige ich Ihnen die Vorschau eines Verkaufs, eines Barverkaufs, ohne die Auswahl eines explizit hinterlegten Kunden. Würden Sie einen Verkauf machen auf einen Kundennamen, das heißt, indem Sie in der Kasse gesagt haben, über F9 Kundenauswahl, würde es folgendermaßen aussehen, dann würde natürlich auch der Kundenname mit zum Ausdruck kommen. Wenn Sie nun wollen, dass der Name Laufkunde verschwindet, müssen Sie sich an dieser Stelle mit dem Report Designer auseinandersetzen. Ich empfehle Ihnen, es einfach genau so zu tun, wie wir es hier in dem Video zeigen. Und zwar, Sie klicken auf das Fragezeichen und wählen Reporte, Ausdrucke, A4 Rechnungen, Lieferscheine. Nun haben Sie den Report Designer vor sich. In diesem expliziten Video widmen wir uns lediglich um die Namensgebung Laufkunde. In dieser obersten Zeile, wo jetzt die Maus steht, haben Sie oder sehen Sie, dass es irgendwie verschwommen, was weiß ich, überlagert ist. Richtig, überlagert ist das richtige Wort. Sie klicken diese Textbox hier an, damit Sie diese Pünktchen hier haben und verschieben nun mit den Pfeiltasten nach oben. Da drücken Sie einfach drauf und verschieben das Teil ganz nach oben. Warum? Damit wir es nun einfach besser visuell auseinanderhalten können. Nun können Sie hergehen und können sagen, okay, jetzt steht da hier eine Caption, also ein Label, also das heißt eine Beschriftung, Kassenverkauf, Laufkunde, aber der kommt ja gar nicht zum Ausdruck. Richtig. Weil eine Bedingung einfach noch fehlt. Und diese müssen Sie sich jetzt drum kümmern. Per Doppelklick können Sie der Namensgebung in der Karteikarte General hier bei Caption können Sie diesem Label einen Namen geben. Zum Beispiel Kassenkunde. Egal, nehmen wir den Kassenkunde. In der Print-Weng-Bedingung müssen Sie sagen, okay, du druckst nur dann, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Das heißt, hier auf den Button, also auf die Karteikarte Print-Wen, auf den Button mit den drei Pünktchen klicken und in der Print-Wen-Bedingung hier einfach mal das rausschmeißen, was da drin steht. Komplett, also markieren und einfach löschen. Jetzt ist das Ding leer. Jetzt müssen wir eine neue Print-Wen-Bedingung setzen. Und zwar, Wabi Profi 3 prüft beim Starten, gibt es einen Laufkunden im Kundenstamm? Und wenn ja, dann merkt er sich dessen Kundennummer. Diese Kundennummer wird in einen Objekt abgelegt, und zwar, das nennt sich O-Starter. Das müssen Sie einfach wissen, das ist so. O-Starter, also das heißt, das ist das Startobjekt von Wabi Profi 3. O-Starter, Punkt. Und zwar LF-Kunde. LF-Kunde. LF steht für Lauf und K und Kunde für Kunde. Ja, klar. Und ich sage, O-Starter, Laufkunde ist gleich, also ist gleich. Und zwar Kunden.QNR. Kunden ist die Tabelle Kunden. QNR ist die Spalte für die Kundennummer. So, das heißt, wenn der Laufkunde mit der Kundennummer übereinstimmt, dann soll er das drucken. Nun sagen wir, okay. Jetzt meckert Wabi Profi 3, sagt, hey, die Datenbank Kunden finde ich nicht. Sagen wir, ist okay, passt schon. Einfach okay und wieder okay.
So, nun haben wir hier die Caption Kassenkunde. Jetzt speichern wir das Ganze einfach mal und du sehen, ob es nun gedruckt wird. Wir gehen in die Bohnenkopien hinein. So, klicken jetzt auf diesen Kundenverkauf und sagen drucken. So, der Laufkunde ist jetzt nicht da, weil wir hier einen expliziten Kundenverkauf haben und die Laufkundennummer unterschiedlich mit der Kundennummer ist, die ausgewählt wurde. Demzufolge müsste nun in der Bonnummer 1, das ja hier ein Laufkunde war, jetzt sagen wir hier drucken, tatsächlich Kassenkunde stehen. Super. Wir sehen, dass jetzt diese Beschriftung Kassenkunde, die vorher Laufkunde oder Kassenverkaufkunde hieß, nun auf Kassenkunde geändert wurde und auch nur dann gedruckt wird. Was wir jetzt allerdings noch sehen, ist hier oben Laufkunde. Dieser Laufkunde kommt aus dem Kundenstamm. Er sagt, okay, im Kundenstamm ist es ja der Laufkunde. Alles klar. Somit müssen wir diese Print-Weng-Bedingung, also Drucke, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, modifizieren. Fragezeichen, Reporte, Ausdrucke, A4-Rechnungen, Lieferscheine, Angebote. Und nun stellen wir uns hier auf dieses zu anfangs verschobene Textelement. Per Doppelklick wählen wir nun in der Karteikarte Print When aus. Nun sagen wir hier mit auf den Button mit den drei Pünktchen, dass wir unsere Print When Bedingung haben. Diese modifizieren wir jetzt. Jetzt machen wir ein Leerzeichen und erweitern dies. In der Programmierung oder auch bei List and Labels, egal wie, müssen Sie bestimmte Dinge mit AND, OR und so weiter definieren. Das heißt, wir sagen, diese Bedingung bleibt ja stehen plus eine neue. Also wir wollen etwas hinzufügen und sagen AND. AND, Leerzeichen. Und jetzt sagen wir, das druckst du bitte nur, wenn die Kundennummer unseres Starterobjekts ungleich der Kundennummer ist. Also wir sagen ostarter.lfkunde ungleich Kunden.qnr. Das bedeutet, er druckt jetzt nur dieses Textfeld, wenn die Kundennummer, also das heißt, wenn der aktuell ausgewählte Kunde nicht der Laufkunde ist und wenn es einen Firmeneintrag gibt. Okay. Dann sagen wir okay. Jetzt können wir dieses Textelement wieder anklicken und schieben es mit den Pfeiltasten, indem wir diese Pfeiltasten nach unten bewegen, einfach über den Namen Kassenkunde. So. Nun machen wir einfach mal einen Verkauf. Und zwar auf unsere Testfirma hier. Wir nehmen einen beliebigen Artikel. So. Okay. Ich sage Kunde. Ich will Test haben. Okay. Testfirma. Den nehmen wir. Und sagen jetzt bezahlen. Ein stinknormaler Barverkauf. Weiter. Ich will jetzt keinen Bon drucken. So, und das Ganze sehen wir uns jetzt in den Bonkopien an. Was ist jetzt passiert? Mit unserem Bon Nummer 4 haben wir jetzt auf unsere Testfirma einen Verkauf getätigt. Und wir sagen, zeigen wir mal das kurz an. Und hier steht jetzt tatsächlich Testfirma, Stefanie Huber Test und bla bla bla. Das heißt, das war ein Verkauf auf einen Kunden. Wunderbar. Gehen wir jetzt wieder auf unseren Bon 1 zurück, der ja keine Kundenauswahl zugrunde, der keiner Kundenauswahl zugrunde lag. Gehen wir jetzt auf Drucken und schauen wir uns das an. Steht jetzt hier Kassenkunde. Also genau das, was wir wollten. Und somit haben Sie eine Veränderung dieses Labels, also dieser Beschriftung gemacht und haben eine Bedingung eingefügt, dass Sie gesagt haben, drucke es nur, wenn es der Kassenkunde ist. Ja? Also wenn es der Laufkunde ist und andersrum haben Sie hier gesagt, drucke dieses Textfeld nur dann, wenn es nicht der Laufkunde ist. Tja, so einfach ist es.